Hallo meine lieben Schätzeleins und willkommen zu diesem neuen Video. Während der Daniel jetzt hier gerade einsteigt. Da ist der Daniel. Oh meine. Ja, meine Magentablette, die brauche ich. Fahren wir jetzt nach Bayreuth zum lieben Tom, den werde ich euch nachher noch vorstellen. Der betreibt so eine Schießschule. Und wir werden gleich mit fetten Wummen ballern, während wir fette Uhren am Arm tragen. Das ist ein Video, das jetzt keine Wissenschaft sein wird. Aber wir wollen mal gucken, wie sind sie gangwerttechnisch vorher und wie sind sie gangwerttechnisch nachher. Und es gibt eine kleine Überraschung, wir schießen auf deine Omega. Das habe ich dir noch nicht gesagt. Genau. So, einfach nur Gag, einfach nur mal ein Männervideo, einfach nur mal ein bisschen Spaß. Dicke Wummen, Männer, Uhren, was will man mehr? Nicht zu ernst nehmen, Daumen hoch und wir sehen uns. So, meine Lieben, hier beim herbstlichen Kürbis-Setting habe ich mal unser Testfeld aufgebaut. Wir haben einmal die Fortis Marine Master mit dem Manufakturkaliber, die wir mitnehmen. Wir haben die Üblo Golf. Wir haben die Titoni Sea Scoper in Carbon. Wir haben die Corazon del Mar in Weidmannsgrün, sozusagen die Jägeruhr als Chrono, die wir mitnehmen. Und wir haben die Seamaster Chronograph. So, das sind alles Uhren, die ich jetzt, die im Prinzip, das sind Trageuhren, also da ist jetzt nichts dabei, was jetzt irgendwie out of the box neu wäre und ich bin gespannt, wie sie jetzt sich das erste Mal auf der Zeitwaage verhalten und ich bin gespannt, wie sie sich hinterher nach dem Schießen verhalten. Wir fangen an mit der Fortis und ihr seht, ein sehr, sehr sauberes Bild, plus 3 Sekunden. Ich teste sie immer in 2 Lagen. Jetzt haben wir hier plus 4. Alle Uhren sind komplett aufgezogen, sodass wir ein gleichmäßiges Ergebnis auch darstellen können. Ich drehe jetzt mal die Lage hier so. Ich denke, das reicht. Ich werde jetzt nicht in allen Lagen messen. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Da haben wir dann jetzt plus 5. Ja, also alles im Chronometerbereich, alles gut, alles sauber. So, machen wir weiter mit der nächsten Uhr. So, da haben wir die Üblo Golf und wir schauen uns an, was sie sagt. Das ist normal, wenn das am Anfang sich ein bisschen einlaufen muss, also nicht wundern, plus 15 hat die garantiert nicht. So, wir liegen auch hier im plus 4 Bereich, das ist Chronometerbereich. Ich drehe jetzt die Lage. So, auch da verändert sich es nur minimal. Plus 7, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung für eine Trageuhr. Alles wunderbar, läuft Chronometerbereich. Ich resette auch immer wieder. So, wir haben jetzt die Titoni, die läuft mit minus 1, minus 7, okay. Gucken, ob das so bleibt. Minus 4. Ja, spielt sich jetzt ein bisschen ein auf minus 4. Das ist jetzt immer so Gusto. Manche haben es gerne plus, manche haben gerne minus. Mir ist das persönlich Latte. Wir drehen jetzt die Uhr auf die andere Position. Und da verändert sich das Ganze auf plus 2. Ja, ihr müsst überlegen, falls jemand, der das noch nicht weiß, so eine, wenn wir das Ganze auf Chronometer und so weiter testen, dann werden immer die verschiedenen Lagen getestet und die Summe aus den verschiedenen Lagen, der Durchschnitt bildet dann quasi die tatsächliche Ganggenauigkeit. Ja, und hier mal plus 1, minus 4, plus 2, also es ist ein sehr, sehr guter Wert. Wir resetten. Einzige Uhr im Testfeld mit Esselita SW510, die Corazon del Mar. Und ihr seht, ja, die einzige Uhr auch mit Nicht-Manufakturkaliber. Und ihr seht, unter unserer, ja, mit unserem Trockensystem, also mit der Atmosphäre in der Uhr, das ja sich verändert durch die Trocknung und die Gasfüllung, läuft die Uhr und ich trage sie häufig und ich habe sie jetzt schon so seit 2 Jahren, 3 Jahren. Ich habe noch nie was dran gemacht, läuft mit 2 Sekunden. Wir drehen sie jetzt mal im Winkel.
dass wir da auch nochmal einen anderen Wert kriegen. Und da bleibt sie auch bei 2 Sekunden. Das ist schon tatsächlich beeindruckend. Also ich habe das jetzt, das ist für mich jetzt hier live. Ich habe jetzt hier nichts geschönt oder so. Ich habe die einfach aufgezogen und packe die jetzt auf die Zeitwaage, weil ich bin schon spät dran. Ich muss in ein paar Minuten fahren. Aber auch das läuft. Als letztes die Omega. Ich weiß gar nicht, ob ich die Seepscoper gerade aufgenommen hatte, als ich sie drauf hatte. Ich zeige es euch hier nochmal. So, als letztes die Omega. Koaxialkaliber. Das sieht verdammt gut aus. Plus 2, minus 1, 0 pendelt sich jetzt ein bisschen dabei ein. Schauen wir mal. Ja, perfekte Gangwerte. Ich drehe jetzt wieder das Ganze, um die zweite Lage zu messen. Auch da verändert sich herzlich wenig. Plus 1. Ja, perfekte Gangwerte. Absolut tippitoppi. Das ist ja aller Ehren wert. Sogar 0 haben wir jetzt. Also tatsächlich aktuell die sauberste Uhr im Testfeld. Professionelle Linsen reinigen. Ist das noch alles klar? Ton läuft? So, meine Lieben, wie ich es euch angekündigt habe, stehen wir hier. Naja, euer Schießstand ist es ja nicht, aber ihr seid hier immer. Weil wir sind hier immer. Ihr seid hier immer. Ne? Ihr seid hier, also hinten in dem Wagen wohnen sie. Nein. So, wie ja schon angekündigt, wollen wir heute ein paar Uhren testen unter, ja, ich sag mal, etwas erschwerten Bedingungen. Und die beiden Jungs hier sind Profis. Die habe ich extra engagiert. Nein, wir kannten uns glücklicherweise schon vorher. Das stimmt, ja. Und, aber trotzdem sind sie Profis, denn der Tom ist was? Was kannst du alles, Tom? Ja, ich bin Schießausbilder. Wir haben eine Schießschule. Wir machen dann hier Kurse quasi mit mehreren Teilnehmern. Wir machen unter anderem auch die Schießausbildung für den Bayerischen Jagdverband, was die Kurzwaffe angeht. Und ja, das ist so unsere Profession, wie du gesagt hast. Und Passion auch? Und Passion, ja. Ich bin auch Jäger zum Beispiel. Du bist Jäger? Ich bin auch Jäger. Jäger sind komische Leute. Sind komische Leute, diese Jäger. Jäger sind komische Aber sind vollständige Menschen. Sind vollständige Menschen, ja. Lieb und nett. Ja gut, wir können es sagen. Also ich habe ihn bei gemeinsamen Jagdausbildung kennengelernt. So sieht das nämlich aus. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist eine coole Idee, lass uns was zusammen machen. Du bist mit deinem, also jetzt nicht Lebenspartner, jetzt nicht falsch verstehen. Ja, aber wir verbringen schon sehr viel Zeit miteinander. Ja, also. Du bist der, stell dir auch mal kurz vor, ja, aber wir machen das mal so, gehen mal hier ein bisschen näher ran. So, ich bin der David, bin quasi Part 2 dieser kleinen Schießschule, auch Jäger schon seit Urzeiten, Sportschütze und ja, freue mich heute, die Uhren hier etwas unter erschwerten Bedingungen Probe zu schießen. Ja, wir sind gespannt, was das, du darfst, ich dachte ich, ja, fass mich an, fass mich einfach an. Ja, wir sind echt gespannt, ich habe keine Ahnung. Ob das Auswirkungen hat. Ich habe das ja letztes Mal bei dir gesehen, du hattest irgendwo ein Slow-Mo und dann habe ich so gesehen, wie das wirklich so wegging. Und dann habe ich gedacht, das ist schon eine Einwirkung auf das Handgelenk. Golfspielen, sagt man, macht immer Probleme. Schießen ist Golfspielen, ja jetzt, Schießen ist ja jetzt das neue Golfspielen. Absolut. Macht ja jeder mal. Ja. Nein, ich finde, es ist natürlich ein Gag. Ja, es ist mal einfach ein bisschen Spaß haben und mal gucken, ob da was warum kommt, ob es wirklich so ist. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, die wir raus hier ziehen werden. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, wir wollen ein bisschen mal schießen, was für Männer. Und da jetzt, ich glaube, 98% bei uns Männer sind auf dem Kanal, wird das, glaube ich, nicht schlecht werden. Schon ganz cool, ja. Absolut. Ja, perfekt. Dann legen wir jetzt gleich los. So, ich werde jetzt gleich hier mit der Hublot schießen. Ist ein bisschen risky, aber Hublot, ihr habt die für Golfschießen gemacht. Wenn die kaputt geht, dann, Tim, mein Lieber, komme ich zu dir in die Boutique. Ihr seid ja bei uns immer alle technikaffin. Wir haben uns übrigens auch darüber kennengelernt. Du hast nämlich auch eine schöne Uhr. Und deshalb, der Witz ist dabei, der Tom kannte nämlich unseren YouTube-Kanal schon vorher.
Und das ist ganz lustig, nicht wahr? Wir haben uns quasi... Ich war so ein richtiger Fanboy jetzt. Ja, das war geil. Ich fand das total niedlich. Also ich kam an, ja, da, und dann hat er schon so ein Fähnchen gehabt. Ich habe schon ein Fähnchen gehabt, ja. Das fand ich so super. Also da war er mir direkt sympathisch. So, also wir schießen jetzt gleich mit der Gerät. Ihr seid ja alle immer sehr technikaffin. Jetzt kriegt ihr mal erklärt, wie so ein Ding funktioniert und was das jetzt genau kann und wieso das überhaupt so gut ist. Genau. Also das ist jetzt von Walter eine der neuesten Pistolen. Komm mal hier so ein bisschen rüber, aber dahinter haben wir so einen komischen Pylon. Das sieht ja nicht schön aus. So. Das ist eine Walter PDP. Das ist so die neueste Ingenieursleistung aus dem Hause Walter. Ja, Walter ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Das wird sicher jeder kennen aus James Bond Filmen. Die altbekannte Walter PP. Ja. Gut, die Waffe hat ein paar ganz coole Features, die jetzt andere vergleichbare Waffen noch nicht hatten oder jetzt halt dann, sagen wir, mittlerweile auch haben. Die hat von Haus aus oben einen Ausschnitt, dass ich eben ein Rotpunktvisier verbauen kann. Das ist, bin ich der Meinung, Pistolenschießen 2.0, weil es einfach den Fokus, also wie unser Auge eigentlich sieht, dem kommt es halt viel, dem Biologischen mehr nahe, weil ich nicht mein Korn scharf sehen muss, sondern ich kann einfach auf mein Ziel schauen, das macht es viel leichter. Die Waffe ist jetzt hier ein bisschen getuned. Die hat jetzt zum Beispiel so einen Magazintrichter, dass man natürlich schnellere Reloads machen kann. Hat den Performance-Trigger von Walter, der ist also ist quasi auch ein Werkstrigger aus Aluminium. Kann man das Gewicht einstellen, auch noch das Abzugsgewicht. Also sprich, ich meine, du redest hier mit Leuten, die wahrscheinlich damit noch nie was zu tun haben. Das heißt, dementsprechend müsst ihr weniger oder stärker drücken, um damit ihr einen Schuss löst. Das ist richtig, ja. Also ein leichterer Abzug. Ich meine, der ist auch knochentrocken, der Abzug. Also das sucht man bei... Knochentrocken heißt? Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du einen Abzug ziehst, das bricht wie Glas. Das würde man unter knochentrocken verstehen. Okay. Wir haben ja auch noch eine Glock da, die bricht eher so wie Kaugummi. mit dem Standardabzug, das hört sich jetzt blöd an, aber es schießen zwar ganz viele Leute Glock, aber in Amerika, auch bei uns, die bauen halt dann alle einen Tuning-Trigger von Apex ein, weil der Glock-Trigger direkt vom Werk nicht ideal ist, sag ich mal. Die sind ein bisschen behördenverwöhnt. Walter macht es ziemlich cool, also selbst der normale Standardabzug, der ist von Walter schon top und das ist jetzt halt so ein Performance-Abzug, den haben wir halt einfach auch mal zum Ausprobieren bekommen von der Firma. Wo liegt sowas preislich, wenn man sowas kauft? Also die PDP kostet serienmäßig so knapp 800 Euro. Was ich tatsächlich auch recht preiswert finde, ne? Ist echt ganz gut, ja. Also so ein, genau. Mit diesem Setup, also wenn man die jetzt so, man kann die ähnlich so kaufen, mit diesem Abzug schon und mit diesem Magazintrichter liegt sie so bei 1000 Euro. Ich glaube 1100 oder so. Das ist aber nicht genau. Ja. Ja. Dann schießen wir mal damit mal. Schießen wir mal. So, also wir verschießen jetzt mal 12 Schuss mindestens. Ja, ich habe jetzt hier eine 45er, ihr habt beides 9 mm. Das heißt, bei mir ist wahrscheinlich etwas mehr Druck drauf. Und ja, mal gucken. Ich habe die Hublot, er hat die Fortis an und da hinten die Corazon del Mar. Sehr schöne Uhr. Mal gespannt, wie das geht. So, jetzt habe ich gelernt, mein Grip, ja, der muss richtig sein. Der Daumen hoch, der Daumen nach vorne. Ja, ist halt so ungefähr, sollte ich es halten. Ja, also ich krieg sonst wieder die Peitsche. So, und jetzt würde ich sagen, wir ballern jetzt einfach drauf los, oder was? Ja. Feuer frei. Hat ein bisschen was von Silvester. Ja. Also den Angreifer hätte ich auf jeden Fall gestoppt. Genauso gestreut wie ich. Ja. Was ist denn bei dir los? Ich weiß, was wir jetzt machen. Fragen wir dich jetzt, was ist denn eigentlich, wenn ich dich jetzt als meinen privaten, persönlichen Coach engagieren möchte? Geht das einfach? Muss das ist überhaupt kein Problem, ja. Muss ich dafür, der Volksmund würde sagen, einen Waffenschein haben? Nee, du kannst bei uns natürlich, ich sag mal, von null weg an der Waffe ausgebildet werden, ist kein Problem. Natürlich musst du, ich sag mal, die gesetzlichen Vorschriften erfüllen, dass du eine Waffenbesitzkarte bekommst, Waffensachkunde und so weiter. Das kann man natürlich alles über den Verein machen. Wir würden dir tatsächlich, ich sag mal, das Handling, das wirklich gute Schießen an der Waffe beibringen. Und findest uns einfach im Internet, www.greyground.de, also nicht Greyhound, wie dieser Hund. Ich würde sagen, das sondern ist greyground.de oder E-Mail an reload@greyground.de. Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt einfach mal, ich würde mal gerne, es gibt ja Leute, die möchten einfach mal gerne testen. Kann ich das überhaupt? Ist mir das? Darf man da auch mal zu euch kommen? Oder muss also natürlich kann man das mal testen. Unser Anspruch ist aber tatsächlich, Leuten was beizubringen. Ja? Das also ist richtig.
Aber es kann ja erstmal sein, wie gesagt, jemand, der hat noch nie, der Hürde hat wirklich ernsthaftes Interesse, aber kann ja sein, dass ihm das nicht liegt oder so. Also wir können natürlich sehr gerne bei uns mal, wir haben auch verschiedenste Waffen da. Wir sind sehr gut mit Walter eigentlich zufrieden. Wir, Walter habe ich auch, ist gut. Der Markus hat ja auch eine Walter PPQ in 45. Wir schießen hauptsächlich Walter PTPs. Das ist aktuell unserer Meinung nach die beste Waffe am Markt. Ja, und die kann man bei uns natürlich gerne mal probeschießen, ist kein Problem. Dies war Werbung. Das war quasi Werbung. Nein, aber ja, ist cool. Dann denke ich mal, also ich finde das jetzt schon richtig cool hier, weil das ist ja echt, wenn wir hier mal so rumgehen, das ist schon, habt da wirklich, wie viele Meter sind das? 50 Meter, also das ist hier ein offener Schießstand, das ist ein ehemaliger Bundeswehr-Schießstand. Man kann bis 50 Meter mit der Kurzwaffe schießen, man könnte hier auch Langwaffe schießen. Oh, das möchte ich gleich mal ausprobieren. 50 Meter Kurzwaffe, ob ich überhaupt mal machen. Vorne ankomme. Können wir gerne machen. Dann machen wir gleich funktioniert mal. Funktioniert auch noch. Hochkant auf, wollte ich gerade erwähnt haben. Bitte? Nix. Was hast du? Ich habe gerade aus dem Effekt da gemacht. Guck mal, jeder, der jetzt dafür ist, dass der da aufhört mit so einem komischen Dampfen, der gibt gleich... Besser als rauchen, oder nicht? Stimmt mal ab, besser als zu rauchen. Ich bin auch dafür, dass du aufhörst. Ja, der, bitte mal in die Kommentare reinschreiben, Daniel, einfach den Satz reinschreiben, Daniel, hör auf. Wenn du eine Petition machst mit... Ja, jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. 5000 Stimmen. Ja, ist klar. Die kaufen wir uns. Die kaufen wir uns. Die kaufen wir uns. So. Die kaufen wir uns. Da sind unsere Uhren, die wir gerade getestet haben. Eine habe ich nur an. Ich kann euch jetzt schon verraten, drei sind kaputt. Nein, war ein Scherz. Ja, und jetzt geht's weiter. Es ist eigentlich so, dass wir auf das schauen wollen, halt auf das Ziel. Ja? Du tust ja nicht, wenn du einen Ball wirst, den Ball angucken. Naja. Na, wenn du hinwerfen willst und wirst. Und das ist beim Schießen nichts anderes. Beim Schießen haben wir nur, wenn wir mit offener Visierung schießen, die Notwendigkeit, wir müssen das Korn scharf sehen. Also, ich habe hier die Seamaster Chronograph, du hast die Titoni. Titoni Seascopper. Okay. Das Vater-Sohn-Duell. Wir schießen jetzt einfach hintereinander weg. Ich zähle runter bis 0, 3, 2, 1, 0. Ich habe einfach schnell geschossen. Ich habe schon ein bisschen wenigstens gezielt. Wie? Wo hast du denn überhaupt geschossen? Ja, auf die Zielscheibe. Also okay. Ich weiß nicht, ob ich die Zielscheibe getroffen habe. Ich dachte, es geht darum, schnell zu schießen. Boah, ja, also die Omega zeigt drei Stunden weiter an. Ich muss mal sagen, ich habe jetzt gerade gut geschossen. Er hat gesagt, das war sehr gut. Extrem gut geschossen. Nein, muss man ehrlich sagen, war wirklich gut. Er hatte gutes Coaching natürlich. Absolut. Absolut. Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das jetzt hingekriegt habe. Aber es ist schon. Also ich kann das echt mal, wenn ihr wirklich an sowas Interesse habt und jetzt nicht Angst vor Waffen oder sowas habt, sondern das wirklich sportlich aussieht, kann ich nur empfehlen. Es ist eine sehr interessante Erfahrung und auch eine Sache, an der man erstmal merkt, wie man, ich sag jetzt mal, an sich arbeiten kann, präziser werden kann, konzentriert. Es ist eine Kombination aus Körperbeherrschung, Konzentration, Geschwindigkeit. Schießt der Daniel und wir hören hier wahrscheinlich nichts mehr. Keine Ahnung, ob man mich noch hört. Hallo, hallo, 3, 2, 1. Wir sind fertig. Mir tut der Finger weh vom ganzen Runterdrücken. Guck mal, da ist der Daniel. Karussell fahren wieder. So, da kommt der Schützenleiter. Wie war's? War super, hat echt Bock gemacht. Ja. Also, würde ich jederzeit wieder machen. Weißt du, warum es so viel Spaß gemacht hat? Weil ich getroffen habe. Weil wir Walter-Pistolen geschossen haben. Walter. Mein Gott, Walter. Ja, wirklich. Ja, ich weiß. Frag mal deinen Sohn. Der hat zwischenzeitlich eine Glock geschossen. Und dann durfte er auch mal eine Walter schießen. Also das ist schon ein Unterschied, das muss man schon sagen. Das stimmt schon. Ist so. Wie Glas brechen. Da sehen wir mal weiter. Da sehen wir mal weiter. Nur, ich möchte noch mal kurz sagen, ich bin hier versichert, aber ich weiß nicht, ob man das sieht.
Er ist wieder hart verletzt. Oh, mhm. Sowas kann man nicht versichern. Ja. Das, also dafür hat man eine Mimimi-Versicherung dafür gebraucht. Da kann man nur klagen. Jetzt kommt sogar die Sonne raus. Vorhin hat man ein bisschen Scheißwetter teilweise, ne? Ich bin mal gespannt. Die habe ich jetzt am Ende länger noch getragen, wie die sich hinterschlägt. Die ist kaputt. Die ist bestimmt kaputt, oder? Ich sag nur noch ordentlich. Wäre es nicht intelligenter gewesen, jetzt mal kurze Frage, nachdem wir das Video jetzt abgedreht haben, wäre es nicht intelligenter gewesen, das Ganze mit einer Uhr zu drehen, weil das Problem an der ganzen Sache, wenn die Uhren kaputt gehen. Du hast 5 kaputte Uhren. Da hast du 5 kaputte schon rein. Ich bin halt ein Gefahrensucher. Also andere würden es dumm nennen. Van Gogh hat schon immer gesagt, was der hat sich ein Ohr abgeschnitten. Was wäre das Leben, wenn man nicht mal was riskiert? Der Kerl war Alkoholiker und hat sich das Ohr abgeschnitten. Das ist jetzt also ich würde völlig wenig, das. Kannst du auf und auf Minderheiten rumzutreten? Wir nehmen das hier schließlich alles auf. Und so, meine Lieben, hier zurück im Wintergarten. Verzeiht, ich bin, glaube ich, noch ein bisschen am Glühen. Ich war gerade mit dem Hund draußen. Und ja, jetzt bin ich selber gespannt, was kommt raus. Es war ein sehr, sehr, sehr cooler Tag mit dem Tom. Um David, Jungs, und ja, checkt auch mal den Instagram-Account von Greyground aus. Brauche ich euch, glaube ich, nicht in die Beschreibung packen. Gebt einfach Greyground ein und dann werdet ihr sie schon finden. Und ja, jetzt sind wir gespannt. Also, ich fange jetzt an, die Uhren auf die Zeitwaage zu packen. So, wir haben hier die Omega. Ihr wisst, die war nahezu bei Null. Jetzt haben wir hier eine plus 4. Das ist schon interessant. Die läuft sauber. Okay, jetzt geht es runter auf plus 2. Ich mach mal gerade diesen Ton weg, der ist ein bisschen nervig. Ups. So. Plus 3. Ich drehe sie jetzt mal. Auch plus 3. Also die war ja nahezu gegen 0, ne? Das ist schon faszinierend, oder? Das kann also schon definitiv Einfluss drauf haben. Einmal Fortis. So, plus 2. Da hat sich plus 3 eigentlich nicht viel verändert. Das ist ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Wir drehen auch wieder. Also wenn ich sie mal drehe, dann seht ihr, dann steht hier auf der Position. Da haben wir jetzt ein plus 5. Ich blende gleich mal die Vergleichszahlen ein. Plus 7. Das ist auch eine Abweichung. Ne? Mit der habe ich auch etwas mehr geschossen. Muss ich sagen. Aber das ist jetzt alles nichts Dramatisches. Jetzt wieder plus 3. Hublot. Die Golfuhr. So. Minus 3. Also hier sehe ich eine klare Veränderung, meine ich. Schauen wir mal, plus 2. Die läuft sich jetzt natürlich so ein bisschen ein. Lassen wir sie mal ein bisschen weiterlaufen. Den ersten Wert, den könnte man knicken. Plus 10. Das ist schon interessant, weil die lief eindeutig besser. Ich habe sie auch alle nochmal aufgezogen jetzt. Plus 8. Das ist schon spannend. Ich lasse mal weiter. Plus 8. Ich drehe sie jetzt mal. Wieder in dieser Position jetzt hier. Machen wir nochmal Start, Stopp. 5, plus 4, das ist alles sehr sauber da. Auch hier, ne? Also ich glaube, auch im Vergleich zu davor, da lief sie doch eigentlich sehr rund, war es schon eine kleine Abweichung. Ich drehe sie jetzt nochmal gerade, ich habe sie jetzt nochmal in dieser Position hier. Ich will nochmal wissen. Minus 1, plus 13. Also in dieser Position schwankt das extremst.
Also das ist eine interessante Sache. Plus 7 habe ich jetzt so. Na, plus 7. Jetzt pendelt sie sich langsam ein. Mal gucken, ob es so weiter. Jetzt bleibt sie da. Ja, aber auch hier, ne? Schon eine Abweichung. Interessant. Corazon del Mar. Mal schauen, was sie sagt. Wir setzen zurück. Plus 5, plus 3. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Plus 3. Ich glaube, ich werde das am Ende mit einem kleinen Zeitraffer machen, damit ihr noch nicht stundenlang warten müsst. Plus 4, also eigentlich sehr, sehr gut. Ich drehe das Ganze jetzt. Ich kann auch nochmal resetten. So. Mal gucken, wie es jetzt plus 4. Also da würde ich sagen, die läuft sehr gut. Gucken gleich auch, ob sie sich irgendwie verändert hat. Plus 3 jetzt, also ich glaube auch nicht. Die ist, glaube ich, ziemlich gleich geblieben. Ja, ich meine auch, dass die Selita-Werke auch so ein bisschen eine kleine Schockabsorption haben. Und genauso wie die Fortis, glaube ich. Da ist auch was eingebaut worden. Naja, nächste Uhr. So, als letztes die Titoni. Minus 8. Minus 6. Aha, also minus 4. Interessant, interessant. Aber ich glaube, die ist mehr oder weniger gleich geblieben. Minus 5. Also auf Minus war sie ja vorher auch. Ich resette jetzt mal wieder. Hab sie jetzt in diese Position wieder gedreht. Und jetzt haben wir diesen Pluswert. Also ich meine, die ist relativ gleich geblieben. Plus 3. Ich glaube, dass die ziemlich gleich geblieben ist. Ja. Damit haben wir die Ergebnisse. Plus 1. Die ist recht gleich geblieben. Tja, meine Lieben. Was sagt ihr zu dem Ergebnis? Also ich kann euch eine Sache verraten. Die Uhr vom David, der hatte eine Omega Seamaster an. Die haben wir hinterher auf die Zeitwaage gestellt. Die konnten wir gar nicht messen. Das heißt, die hat irgendwie was, irgendeinen Hauweg gehabt, schätzungsweise in der Unruhe. Das war interessant. Also der trägt die täglich seit 2 Jahren. Ist also relativ neu, die Uhr. Hat das aber neu gekauft. Sie hat auch scheinbar keine Gangabweichung in dieser Form. Aber wir konnten sie definitiv nicht messen. Also es war völlig verzerrtes Bild. Die Zeitwaage hat keine Messung durchführen können. Also da ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Also mein Tipp würde sein, also ich würde, auch wenn das jetzt hier vielleicht nur ein paar Sekunden oder eine Sekunde oder 2 Sekunden mal abweicht und auch von diesem paar Mal schießen, denke ich mal, wird das nicht dauerhaft beeinträchtigt sein. Ich habe den Vorteil, ich gehe jetzt zum Frithjof und sage, Frithjof, kannst du mir, falls es jetzt hier bei der einen oder anderen Uhr mehr abweicht, als ich das mir wünsche, kannst du mir die nochmal einstellen. Aber wenn ihr euch Uhren im Alltag tragt, nicht im Alltag tragt, sondern bei solchen Aktivitäten, also auch Fahrrad etc. pp., zieht sie aus. Also ich würde sie ausziehen, ganz ehrlich. Vielleicht die Modelle, die wir jetzt hier hatten. Tatsächlich das Selita-Werk von der Corazon del Mar hat sich gut geschlagen. Genauso, glaube ich, wie Fortis, die hat sich auch ganz gut geschlagen. Die waren beide gut. Ich glaube, die Titan, die war auch nicht groß anders. Also ihr seht, es gibt natürlich ein paar Werke, mit denen kann man vermeintlich mehr machen. Aber geht auf Nummer sicher. Wenn ihr wirklich extreme Sachen macht, würde ich es nicht tun. So, das war's von dem Video. Daumen hoch, wenn ihr mal was Verrücktes mal gefeiert habt. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video. Bis dahin mal. Ciao, ciao.